Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Life is Future Frust Glück. Ja, wir haben kleines bzw. großes Problem. Denn unser halbes Dorf ist krank. Das gefällt mir nicht. Also hier hinten scheint es ja noch zu gehen. Aber wenn ich mir so den vorderen Bereich dann so in Richtung des neuen Gebiets angucke, ja, dann wird's halt schon ein bisschen kritischer. Denke jetzt auch mal, dass die alle keine Klamotten haben. Lege ich sogar auch richtig, das habe ich was gedacht. Das heißt, na da rein. Und Ärzte, die wir brauchen. Den Ärzten bin ich am Baum, genau. Geht super weiter. Ich hoffe bloß, dass sich das hier nicht so stark verteilt, weil wir hier noch ein Großteil, der gesund ist. So soll das auch möglichst bleiben. Ist halt einfach, es sterben zurzeit viele. Einfach gerade ein Problem. So. Ich wollte hier nochmal den Bereich markieren, weil wir ja hier noch Stein und Erz haben und alles. Das kann ja auch weg. Schön. Ja. Wenn wir alle so reihenweise wegsterben, ja, das finde ich wundervoll. Man könnte sagen, die Pest ist ausgebrochen in meinem Dorf. Ja, dass du überfordert bist, das kann ich mir gut vorstellen. Gefällt mir auch eigentlich nicht so, wie es ist gerade. Das neue Tier, die ändern schon ganz den Bestand zurück, genauso wie hier. Danke. Hier gehen wir auch runter. Oh, wie das aussieht. Ich bin froh, wenn wir hier hinten wenigstens im Bereich gesund halten können, weil ich meine, das zieht sich hier so durch wie so eine richtige Krankheit, ne? Die meisten, die hier langlaufen, sind einfach krank. Und warum auch welche hungern, verstehe ich auch nicht. Weil wir haben Essen. Wir haben definitiv Essen. Das weiß ich. Ja. Schön, die ganzen, ja. Ja, so gefallen mir die Geräusche. Jo. Wir haben bald gar kein Dorf mehr. Also null Leute. Ich sehe es schon kommen. Ich verstehe halt auch nicht. Frieren. 120. Trag mal einer dahin. Nein, sie erfrieren lieber. Essensproblem. Ich sehe kein Haus, wo irgendein Problem mit Essen besteht. Kälte. Gut, okay. Hier ist aber auch wieder. Na gut, okay, hier ist nichts. Okay, das wundert mich. Also hier ist mal nichts an Holz. Hier haben wir wieder was. Stellt sich natürlich die Frage, warum die nichts zu Hause haben, ne? Ich meine, hier sind ja auch welche, die arbeiten. Also die produzieren ja auch durchgängig. Trotzdem nichts. Hier 500. Ist es so schwer, von diesem Haus jemanden da hingehen zu lassen und dann, Alter, wie das Dorf aussieht. Also das Hauptdorf, ne? Hier die rechte Seite, die geht noch. Hier unten ist Wald, hier ist nicht viel, hier sind so ein paar. Oben geht's auch noch. Ah, hier das Hauptdorf krank. Einfach alles krank. Ja, diese Schnellstraße. Ja, krank und hier auch und hier keine Ahnung. Kann sie abbauen.
Geht erlaubt, hab ich gar kein Problem mit. Ja, komm. Oh. Ja, und warum die hungern, ne? Ich versteh's halt echt nicht. Es dürfte niemand hungern. Gar keiner. Null von euch. Komm, hier ist noch Platz. Passt super, so ein Jagdhaus hin. Nicht. Müssen wir jetzt nicht direkt bauen, aber vorsorgen und so. Es ist natürlich doof. Aber Erz bekommen sie ja. Hoffentlich. Ja, naja, oder auch nicht. Wenn ich bedenke, was gerade abgeht. Hier, das nimmt eigentlich auch alle mit, die hier direkt umfallen. Das ist wahrscheinlich hier, warte mal, wo ist? Schwer zu sehen bei der Sicht. Das ist 5 von 5. Das ist voll. Das finde ich sehr schön. Also, keine Ironie drin, ne? Finde ich, das ist auch voll. 5 von 5. 3 von, das finde ich auch schön. Wir sind 2, ja. Ist schön. Nee. Ja, na doch, finde ich toll. Und hier sind ja wundervoll. Das gefällt mir so. Dem muss ich schon zustimmen. Ja, die Anzeige ist bald nur noch rot. Oh, warte, was? Wir haben keine... Oh! Das ist aber... Ja, okay. Fokussiert euch auf die wesentlichen Dinge. Das finde ich gut. Lassen wir das Essen weg, aber hier... besser. Muss ich das Leid nicht mehr anhören. Jetzt kommen so langsam die Dinge, wo man richtig aufpassen muss, was man macht als Schritt. Und vieles überdenken muss. So, bald sind wir wieder bei unserem Anfangsdorf mit, ich glaube, 7 Leute waren's und 2 Jugendlichen und 2 Kindern. Ein Encorder ist einfach überlastet, weil die ganze Zeit nur Leute sterben und das hier unten aufploppt. Weg damit. Ja. Nee. Schön. Ich meine, brauchen wir die überhaupt, die ganzen Menschen? 90, ja. Da leben nur noch die Kerngesunden hier. Kerngesund, upsala. Wie war das mit Kerngesund? Warum habt ihr nichts zu essen? Guckt euch dieses Lager an. Ihr hungert? Ihr wollt mich doch wohl komplett nah auf eurem... Nee, also... Und kurz davor ein komplettes Spiel zurücksetzen und einfach von vorne anzufangen. Ich meine, wir schade darum, was wir bisher geschafft haben, aber... Einfach eine bessere Infrastruktur zu bauen und einfach neben jedes Haus ein Lager und neben jedes Haus ein Krankenhaus zu klatschen, das ist halt irgendwie doch dann schon die einfachste Option, um zu... Guck mal, wir haben 66 Menschen. Wir haben bald wirklich nur noch 2. Oh, der Frühling, Mensch! Sommer! Ja, Leute, wer will denn auf dem Feld arbeiten gehen? Komm, ja. Ja, eigentlich keinen. Den geht mal weg, gehen hier noch ein paar rein und reichen ja eigentlich. 12 Leute auf dem Feld, das wird mir total reichen. Und natürlich auch noch Hafer und natürlich hier hinten das Feld, das soll natürlich auch noch irgendwie bewirtschaftet werden. Wollen wir irgendwie Leute, die hier mal so Gärten sich um die kümmern. Ich meine, eigentlich wird's überbewertet, ne? Also, die ganzen
Die gehen mal weg. Die möchte ich ungern ablösen. Schmied kann weg. Wir haben ja auch die normalen Werkzeuge. Achso, ja, oder? Naja, muss einer hin. Drei Schulen, die müssen auch leider bleiben. Das ist der Karawanenstall. Ja, der muss dann leider mal wegfallen. Hier welche, die Medikamente für den Boy auf jeden Fall. Oh, es wird weniger und wir brauchen Medikamente. Oh, 5 und 9. Ja, viel Spaß beim Arbeiten. Probiert euer Bestes. Ich glaube an euch. Auch wenn die Hälfte der Felder noch nicht mal besetzt ist. Das ist klingt schon gut. Ganz ehrlich, bin ich echt positiv überrascht. Die Hälfte der Jobs ist einfach mal weggefallen. Das halbe Dorf lebt nicht mehr. Ach, warum kann ich die eigentlich nicht? Wieso kann ich diesen? Ach, weil da keiner arbeitet. Och, ja. Ach nee, brauchen wir ja auch nicht. Warte mal, müssen welche weg. Jetzt halt auch nichts dran. Ne? Also ich brauche wirklich welche, die sich um die Tiere kümmern. Ich hab schon wieder keinen. Mensch. Sind die alle gerade gestorben in der Geschwindigkeit oder was? So. Ja, jetzt mal. Ja. Ich arbeite keiner von euch. Will dich ausgehen? Ja, noch mehr. Ja. Wir kommen wieder auf unsere paar Leute. Lasst euch. Solange die zwei Arbeiter hier gesund sind, ist mir eigentlich alles egal. Die bauen hier das Krankenhaus hin und überlebt der Ort und der hier hinten, der sich jetzt halt, ja, da ist schon wieder einer gestorben, müssen sich halt wacker halten, ne? Nach jeder schlechten Zeit kommt eigentlich eine gute. Ja, hier, Hunger. Leben da überhaupt noch welche? Ein Kind, super. Kind, Jugendliche, ja, es läuft. Wir können da mal 30. Schön, wieso hungerst du? Ja, dort. Ach ja, ach Mensch, ach. Oh, oh. Oh. Na komm, wir klöppeln hier noch das Krankenhaus schnell fertig mit der Person hier. Möchte ich wenigstens so machen. Dann beende ich auch die Folge. Trauerspiel. Wir sind ja schon wieder über die Zeit. Jetzt, oh mal, warte mal, jetzt wollte ich eigentlich nicht. Auf der jetzt nicht mehr so viel klingen. Kann ich auch mal hier wieder Sound verstellen. Anwenden, ja, okay. Setzen, Mensch. Nee, ich baue jetzt an deiner Stelle weiter. Wir machen ja sonst nichts Schönes. Schon wieder sind wir gestorben. Mensch, wundervoll. Echt toll. Also, komm hier, klack. Weiter geht's. Komm, bau die Hütte. Ich glaube, es geht schneller, wenn ich nicht mit bei bin, bei 5-fach Geschwindigkeit. Ah, 10-fach so. Ja. Nee, nur 2 Arbeiter. Ich möchte wenigstens noch warten, bis das hier fertig ist. Wenn ich in der Zeit so gut wie nichts sage. Relativ ruhig. Ich weiß ja doch, hier sind noch welche krank. Hier stehen noch welche in Unterkühlung. Ich meine, man könnte jetzt hier auch mal so. Warte mal. Ich reduziere jetzt hier mal die Häuser. Aber vielleicht nicht mehr so viele Probleme. Hier vorne, da sind Kranke drin. Das gefällt mir eigentlich nicht. Hier ist das einfach so ein Kältezeichen. Das wird einfach geschlossen. Da muss auch keiner drin wohnen. Da muss auch keiner drin wohnen. Da brauchen wir eigentlich eine Arbeit dafür. Das ist auch schön. Hier ist Hungersnot, warum auch immer, muss da keiner mehr leben, hier auch nicht. Ich kann ja weiter das laufen lassen. Wird schon irgendwie obdachlos? Nee, eigentlich dürfte es noch gar nicht so weit sein. Okay, das hat sich weggefangen.
Wir überhaupt noch welche, die Holz hacken? Ja, 9 Stück, das. Hier vorne ist es ja bald fertig, ne? Und Strei, die noch fischen. Hey, super. Jo. Zu Tode gehungert. Wo ist ein Haus, was hungert? Das muss ich auch pausieren. Da, da ist ein Haus. Bin ich gut. Das sind nur Kinder schon, aber trotzdem nicht. Das ist ein krankes Haus. Was hier sonst noch? Die Förster hier. Gut, ihr könnt auch mal vorübergehend hier in die Hütte mitziehen. Genau. Das wird mal funktionieren für ein paar Tage. Ihr habt auch Hungerzeichen. Dann zieht ihr auch mal kurz rum. Das wird auch funktionieren. Nee, so bei null quasi wieder anfangen. So echt schön. Also ich brauche der hier Essen? Sieht eigentlich nicht danach aus. Gut, okay. Braucht auch keinen, der für ihn arbeitet. Wieso arbeitet hier schon wieder keiner? Ist doch eigentlich weg. Und mit dir eine Person hinzu, danke. Ah, der Felder werden nicht bewirtschaftet. Schön. Und hier arbeiten alle? Nee, hier arbeiten nicht alle auf dem Feld. Ich meine, die Tiere werden ja nicht weniger. Das wollte ich eigentlich machen. Den habe ich da ja gerade auch zurück. Genau, auf 10 runter. Hier auch mal auf 10 runter. Und hier die Tiere kannst du auch auf 10 runter. Wird eine längere Folge heute. Schreibe ich XXL dran. Wenn meine Videozeit reduziert. Das ist jetzt eigentlich eine normale Videozeit von früher, aber eine XXL-Folge. Wenn das nicht sogar drüber hinausgeht, weil ich warte, bis das Krankenhaus fertig ist. Glaub, mein Dorf hat sich wieder gefangen. Wir haben jetzt hier noch die paar Kranken, die jetzt in ärztlicher Behandlung sind. In Mühle. Wollte gerade leider auch nicht. Egal, die brauchen wir gerade eh keinen. Ja, sind doch die brauchen wir immer, ups. Aber wir haben noch genug. Weil die paar, die hier in Behandlung sind, ist quasi so ein kleiner Neuanfang. Das wird auch der Titel der Folge, Neuanfang. Kleiner Spoiler an der Stelle. Ja, nee, ich find's wundervoll. Einfach mal das ganze Dorf auf Anfang. In welcher Folge hatten wir 41? In der 5. oder so? Ich weiß es nicht. Naja, kann sich der Wald erholen und alles, ne? Sieht man ja hier. Alles zurück, weil wir keine Arbeit haben. Dieses Abholzen. Einmal. Rose, ja, ihr müsst eigentlich da auch nicht drin leben. Komm, haut ab da aus Hütte. Wie ob da? Ich würde schon sagen. Ach, dann kannst du mir anders. Ach ja. Aber hey, wir haben keine Todesanzeige mehr. Ist überhaupt ausklappen? Ach, einer. Der geboren kann jetzt mit der Aha, so langsam werden sie wieder älter. So langsam können sie mit arbeiten und so und Schule. Ach, die Schulen, die werden jetzt total ausgelastet sein. Ich hab 3 Lehrer. Positiv sehen. Du musst auch in der Schule hin. Und wir planen einfach schon mal. Müssen wir ja eh. Haben wir jetzt gelernt in den letzten Folgen. Planung. Das A und O. Und zwar am besten schon 30 Jahre im Voraus planen. Erstmal die wichtigen Sachen bauen und dann die Häuser nachziehen und die Felder und alles. Ich. Wo bist du denn? Da. Einmal dran vorbei. Ist schon in den Kommentaren. Da war doch die Schneiderei. Hab sie bloß nicht gesehen. Oh, die können sie dem drin machen. Ich halt. Achso, nicht pausieren. Ist ja nur noch länger die Folge. Eigentlich. Oder vermeiden. Auch wie die Holzklöppeln? Achso, ja, die 8 Stück, da war ja was. Ich mich gerade frage, wo die sitzen. Was sitzt keiner? Da ist auch keiner.
Hier sind zwei und hier vorne wahrscheinlich wieder. Ja. Oh. Beim Angriff eines Tieres? Ah, ich habe hier hinten keinen Jäger. Es werden auch wieder welche erwachsen. Dann kann ich wieder welche einsetzen. Okay. Dann kommt natürlich nicht so gut. Zurück geht, ne? Hier habe ich eine Jagdhütte. Brauche ich die eigentlich noch? Ich reduziere hier auf einen. Ich glaube kaum, dass hier noch Tiere durch die Gegend klatschen. Wenn, dann sind sie echt lebensmüde. Jo. Wie kann da hinten eigentlich noch ein Schwein sterben? Jetzt mal ein No-Front. Was ist das da, der Wolf? Ihr seht halt auch einfach nur zu, ne? Ja, los, bring's um. Fang an. Hey, es ist fertig. Voll. Wollt bloß einen Job, der weg kann. Vom Lehrerjob muss weichen. Und zweites Hospital. Jawoll. Sind wir überhaupt noch krank? Nö, eigentlich nicht. Moment, sind alle gesund. Naja. Dann wieder ein gesundes Dorf. Wir haben nur mit 43 Leuten, aber wir haben ein gesundes Dorf. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da, teilt das Video gerne mit euren Freunden und bis zum nächsten Mal. Ciao.